herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute von Sogar aus dem SS-Forum seinen Krone Megaliner jetzt nun geupdatet für die Version 1.39. Und da gucken wir mal, was er alles so mit reingebastelt hat. Auf alle Fälle sind ein paar Sachen mit dabei, die wir uns heute anschauen wollen. Und da wir die Mod schon lange nicht mehr gesehen haben, gucken wir mal, was so alles mit dabei ist. Vom Kombi-Auflieger hier, ne, bis HCT ist alles mit am Start. Wir bleiben mal bei Einzelnen. Und dann zeige ich euch gleich mal, was so alles mit dabei ist. Von einer Achse oder von diesem Load Carrier. Das ist praktisch der hier. Oder drei Achsen, beziehungsweise zwei Achsen, drei Achsen. Oder dann hier in dieser Hook-Variante oder dieser Vario-Floor. Der ist jetzt neu. Der sieht dann so aus. Ne? Da kannst du hier hinten aufmachen. Sieht eigentlich ganz schick aus. Mit Lenkachse. Und warum haben wir hinten eine Lenkachse oder warum sieht es so aus? Dazu kommen wir dann noch gleich. So, wir bleiben jetzt einfach mal beim Dreiachser. Und dann passt mal auf. Also es gibt diesen Load Carrier, dann den hier, dann Megaliner Automotiv, der ist auch neu. Warum ist der neu? Den kann man hier irgendwie ganz fresh so aufklappen. Geht relativ fix und zack. Und ja, ist halt schneller, ne? Dann den Komfortliner, der ist glaube ich auch neu. Hier mit diesen neuen Dingern, da kann man auch schnell aufzippeln, das Ding. Dann den Raised. Raised 2, hier mit Bordwand und hast du gesehen. Sieht halt dann so aus. Eher nicht mehr so up to date, glaube ich. Und den Megaliner XXL hier in dieser Variante, wo du dann hier aufschieben kannst, die ganze Chose. Cool, oder? Also da gibt es schon Haufzeug. Ist da schon mit dabei. Jetzt zeige ich euch doch hier nochmal das mit diesem, nicht mit dem Hook, sondern mit dem hier. Warum? Passt mal auf, irgendwo ist es versteckt. Ich muss bloß mal gucken, wo. Irgendwo kann es dann versteckt sein hier. Da ist er. Mitnahmestapler ist dann geclosed. Und dann habt ihr hier euren schönen Mitnahmestapel auch am Megaliner. Mega, oder? Und mega, mega, mega. Würde ich jetzt einfach mal schwer behaupten. Und das lasse ich jetzt gleich mal drauf. Die anderen Trailer haben wir jetzt soweit gesehen, was so alles mit dabei ist, mit den ganzen Aufschubvarianten hier. Hier könnt ihr noch Unterlegkeile dazu machen. Hier muss man noch die passenden Reifen draufsetzen. Die Mega-Reifen, ne? Das sind dann hier Mega 2. Gibt es zwei verschiedene. Da könnt ihr euch dann hier raussuchen, die oder die. Das ist wurscht. Dann hier noch die Mega-Reifen. Welche ihr halt hier braucht und wollt und wünscht. So, der letzte lenkt dann hier halt mit. Das lasse ich heute auch mal so, ausnahmsweise. Wir sind ja nicht so. Das ist dann Palette, Moment. Der passt dann hier noch hin, genau. So, dann müsst ihr ein bisschen gucken hier. Ansonsten den Rest schauen wir uns dann nach gleich nochmal an. Warum? Dazu kommen wir auch gleich später. Dann gibt es hier noch einen Palettenkasten oder einen ganz normalen Staukasten oder einfach den Seitenschutz oder. Dann gibt es hier noch die gelbe Linie. Hier haben wir die Lampen sind Standard, hier haben wir noch Feuerlöscher mit dabei. Vorne dann hier noch auch nochmal Feuerlöscher, wenn gewollt, gewünscht. Oversize Panel ist hier noch mit dabei am Start. Das gibt es hier dann, glaube ich, nicht mehr. Die Lampen könnt ihr jetzt hier vergessen, die braucht ihr natürlich nicht, weil er hier, oder hier LED-Vorgleit closed, das sind dann die hier, ne? Das sieht dann so aus. Lasst einfach so, weil, ja, passt. Würde ich mal sagen, hier ist dann für Gefahr gut, das lassen wir auch mal weg. Ich muss hier mal ganz kurz durch. Genau, das hier. Das könnt ihr hier noch anwenden, wenn Bedarf da ist. Und Skins sind natürlich auch ganz viele mit dabei. Ich habe jetzt hier einfach mal das von Sogard mitgenommen. Aber in diesem SCS-Forum, den Link dazu in der Beschreibung natürlich, gibt es zig Skins, zig Skin-Pakete, die ihr euch hier runterladen könnt. Und dann könnt ihr hier dann dementsprechend das Passende raussuchen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Und ihr könnt auch meines Wissens auch selber skinnen und es dann dorthin schicken. Und wenn es für gut befunden wird, dann wird der Skin auch mit ins Paket aufgenommen. Klasse, oder? Coole Sache. Aber das müsst ihr dann euch hier dann dementsprechend nochmal anschauen. Aber wie ihr hier seht, also ganz, ganz viele namhafte Speditionen mit am Start. Auch hier mit diesen Taschen schon dabei, wo man diese Plakats mit reinsetzen kann. Tolle Sache. Kann sagen, was du willst. Da brauchst du eigentlich nicht, oder kannst du nicht meckern. Da muss man nicht meckern. Ist wirklich alles mit am Start hier, ne? Also wie jeden Trailer auch alles mit dabei. Das ist Eco-Logistik in Schwarz. Also ist ganz viel dabei. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr so durchgehen. Ich lasse den jetzt einfach mal so, wie es ist, bestätigen. Ich packe den jetzt gleich mal nochmal in die Garage, weil ich wollte euch das mit den Lampen nochmal zeigen. Wir haben nämlich neue Rückleuchten mit dabei. Moment, dass ich dir das nochmal zeigen kann hier. Übrigens hier auch natürlich mit Kombi Megaliner Raised. Hier plus Tandem an. Hier gibt es natürlich auch, ne? Logisch. Dann habe ich hinten, ich zeige euch das nochmal hier.
Die Scheinwerfer, diese Aspect Öko LED, sie sind natürlich hier mit dabei. Klar, Europoint, die LEDs, LED Dark, die runden Lämpchen, runden. Dann die hier mit separaten Rückleuchten dazu. Da glaube ich, braucht aber ein separates Lichtpaket nochmal. Dann gibt es hier die Single-Lampen, gibt es natürlich auch. Stocklampen, Stock 2, Stock Variante 1, Typ 150er, sind die alten. Dann gibt es noch die Vignal-Lampen, die haben wir auch mit dabei. Die sehen nämlich auch ganz schick aus. Ne? Und ansonsten habt ihr die Schmutzfänger, auch mit Skins dazu, die könnt ihr dann selber skinnen. Ihr müsst ja natürlich noch, pass mal auf hier, das ist mit Skin dabei. Wenn ihr wollt, ja auch nochmal. Hier müsst ihr dann, na, könnt ihr noch den Ding setzen. Und. Zum Beispiel so, das sieht so aus. Gibt es ja noch die Ewalds Black, das ist dann, da muss man die anderen dann wegmachen. White, die Skin. Dann Mitnahmestapler, Textur hier nochmal. Also dann auch hier in England Variante hier mit dem Kennzeichen oder die spanische UK. Wo ist die spanische? Da ist er. Ne? Spanisch mit doppelter Rückleuchte. Also das ist hier, das sind keine Grenzen gesetzt. Ne? Da könnt ihr euch hier austoben ohne Ende. Hier gibt es so viele Sachen zu erleben, zu anbauen. Da wirst du nicht fertig. Ne? Da kannst du machen, wie du willst. Also echt geiles, schönes Paket. Auch hier dieses Automotiv. Tolle Sache. Auch hier gibt es auch Skins mit dazu. Klappt von Ecol, glaube ich, gibt es hier noch was dazu. Und, da müsst ihr gucken, was da mit dabei ist. Ein paar sind mit dabei, glaube ich. Ich glaube, Ecol war es, ne? Kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Wo sind sie denn? Oh, da. Ja, genau, die waren mit dabei. Die kenne ich nämlich auch von uns aus der Arbeit. Die kommen immer so mit solchen Trailern. Deshalb einfach nur mal zum Schauen. Also das nochmal so hier zur Info. Dann jetzt hier nochmal von außen zu sehen, jetzt diesen Mitnahmestapler kann ich wirklich nur reizend empfehlen. Sieht sehr, sehr, sehr toll aus. Und auch die ganze Kombination hier, ne, mit dem R&L. Da habe ich übrigens das Lodec Add-on von Sogard. Hier mit diesem Raised Spoiler noch dazu. Das sieht dann sehr, sehr, sehr toll aus. Ne? Eine sehr schöne Kombination hier. Jetzt zeige ich euch das mal, wie das ausschaut, wenn ich jetzt hier mal runterfahren würde. Trailerkabel funktioniert natürlich. Dass ihr seht, ich fahre jetzt mal ganz scharf. Stelle ich mein Lenkrad mal ein hier. So, das bleibe ich mal stehen. Warum? Kann ich euch zeigen, dass ihr das auch seht hier hinten mit dieser Lenkachse hier. Ne, da. Dass die letzte Achse in dem Fall jetzt hier mitlenkt, wenn ihr das so haben wollt. Ne? Könnt ihr machen. Dann hier nochmal der Mitnahmestapler. Den ich natürlich mega finde. Ne? Sieht schon richtig, richtig, richtig gut aus hier. Ansonsten eine Achse vorne kann man dann hoch machen. Boah, läuft. Kommen wir nun zum Lichttest. Also hier, klar, Actros lassen wir, lassen wir mal außen vor. Und gucken uns jetzt hier mal kurz die Lampen an. Also hier unsere Positionsleuchten überall dran. Ne? Diese Oversize-Panel, die leuchten natürlich wie ein Weihnachtsbaum. So Mutterzein. Auch hinten Lampen dran. Hier für unseren Mitnahmestapler. Was ich jetzt nicht gefunden habe, war das Kennzeichen für den Mitnahmestapler. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man da was Separates braucht. Weiß ich nicht. Rückwärts, Bremse, Blinker. Funktioniert alles, ne? Also wirklich tolle Kiste hier. Ne? Also besser, glaube ich, geht es nicht. Besser kann man so einen Mod nicht machen. Und das hier auch mit dem Lodec Scania. Mega. Mega, mega, mega. Fahren wir mal los. So zum kurzen Fazit. Also sieht schon richtig gut aus, ne? Kannst sagen, was du willst. Das rockt diese Kombination hier. Funktionieren tut alles. Gibt nichts zu meckern. Ich bin ein absoluter Low-Deck-Fetischist. Ich stehe auf die Kisten einfach ohne Ende. Passt einfach mehr rein. Das ist was Feines, was ganz was Schickes. Ja, wie schon gesagt, also den, ich weiß schon gar nicht mehr, was alles überhaupt in diesem Krone Megaliner mit dabei ist. Es ist so viel, dass wahrscheinlich die komplette Palette abdeckt, was man so als Megatrailer sehen kann. Von den verschiedenen Aufbauvarianten mit Seitenbordwand, mit verschiedenen Automotiv, mit Plane-Varianten, alter Verwalter, ist wirklich alles mit dabei. Ne? Alles, was man so sehen kann. Aber echt mega, mega, mega geil. Ne? Meiner Meinung nach immer noch der beste Trailer für den ETS 2, wenn man auf Low-Deck steht. Ne? Klar.
zwar noch ein paar Alternativen, aber der ist ja richtig schick, der ist richtig, hast du hier alles mit dabei, ne? Toll, toll, toll. Kann ich wirklich nur empfehlen, liebe Leute. Holt euch die Bude, fahrt Lowdeck, macht echt Laune. Habt ihr noch Fragen zu diesem coolen Gefährt, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im SCS-Forum. Ansonsten lasst ihr immer einen Daumen da. Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Krone-Megaliner von Zugang aus dem SCS-Forum. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.